Recht herzlich willkommen zur 23. Folge von Stellaris. Ja, wir haben letztes Mal hier irgendwo noch so eine Bergbaustation in Auftrag gegeben. Da sind wir also dran. Lassen wir weiterlaufen. Entschuldigung. Und hier haben wir die sind am Schlafen. Das ist aber alles okay. Die sind beschäftigt. Hier haben wir noch ein Forschungsschiff, was nichts zu tun hat. Schauen wir, wo das ist. Ist das System wohl erforscht? Das ist dann immer die Frage, ne? Weiß man dann auch nicht. Ja, da brauchen wir eigentlich auch dann gar nicht hinfliegen. Ja, Forschungsschiff. Oh, Quatsch, jetzt sind wir da wieder rausgegangen. Ja, können wir eigentlich hier mal erforschen, ne? Jetzt. Ne, haben wir schon. Ach so, da steht ja auch überall was drunter. Jetzt machen wir ein bisschen rauszoomen. Da waren Feinde, da haben wir, da haben wir, da haben wir. Überall haben wir schon. Das sieht überall gut. Ah, hier ist noch was. Ne, da kommen wir gerade her. Oder? Ja, ist jetzt. System erkunden. Oh, da werden wir nicht lange hinfliegen können. Oder wir probieren es da. Ja, das müsste gehen. Und wen haben wir da? Auch noch ein Forschungsschiff, Astraveler. Die haben auch nichts zu tun. Dann schicken wir die dahin. Gut, sind unterwegs. Was haben wir hier oben? Ja, Bilanz negativ. Ist klar. Hungersnot, wo ist die? Daenerys Prime. Ja, können wir da was tun? Das ist die Frage, ne? Essen ist da. Es wird alles, was mit Essen zu tun hat, schon gemacht. Das können wir mal entfernen dann. Und ja, aber da ist nichts, ne? Weil unter denen steht es ja dann drunter, ne? Aber wir können das ja hier mal aufnehmen in die Warteschlange, glaube, ne, oder? Macht er dann überall? Ich glaube ja, ne? Gut, machen wir gerade Pause, weil da ist nur einer am Blinken. System erkundet. Da oben ist ein Dingens, da unten sind Zahnräder. Oh, ist ein Riesensystem, ne? Nix bewohnbar, auch nicht. Nix, nix. Ja, das Problem ist, dass die ja auch da sind, ne? Wir gucken immer schön, was hier so angezeigt wird, aber im Endeffekt Planeten sind da immer noch da, die aber vielleicht bewohnbar sind, aber keine Rohstoffe haben, ne? Das geht auch noch, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir in den anderen Systemen da so drauf geachtet haben, ne? Da haben wir irgendwo einen Feind im System. Ah, das ist unsere Militärflotte jetzt, oder was? Sind die am Kämpfen? Nee, das sind zwei. Und unsere sind da, okay. 443, 403. Und das ist First Strike und Second Strike. Sollten wir da mal anklopfen? Gute Frage, ne? Haben wir denn noch, sag schon, welche auf Arbeit? Ne, das war die Werft. Ne, haben wir nicht. Ne, 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 nee. Kolonieschiff, nicht Korvette war das. Eine zu viel. Bauen wir. Dann sollen die da doch noch hinfliegen. Okay, eine Minute dauert das. Und dann haben wir die verstärkt. Die werden uns nicht angreifen, gehe ich von aus, da wir leicht überlegen sind. Obwohl, heißt auch nichts. Vielleicht greifen wir uns trotzdem an, ne? Muss man dann gucken. Wo war das hier unten noch weiter, ne? Da. Gehen wir rein, ja.
Wir warten noch, bis Nachschub kommt und dann werden wir uns diesem Kampf stellen. Gut, das Spiel läuft noch. Ja. Können wir jetzt nicht ändern. Das müssen wir mal angucken. Was machen wir da? Plastik-Stahlmaterialien. Gibt es eine Panzerung? Raketenbau und Materialien. Abbau von Telda-Kristallen. Okay. Kinetikwaffen. Gut. Plasmatriebwerke. Alles schöne Sachen, ne? Plastik-Stahlmaterial. Okay, da haben wir noch einen Rumpf dann, ne? Oder? Panzerung. Tendiere mal dazu. Inaktives Gebäude haben wir immer noch, klar, weil zu wenig Dingens, sag schon, Leute hier sind. Kommt aber, ne? Wächst. Vielleicht. Okay. Das war da, kennen wir auch. Und das Neue. Bauvorhaben abgeschlossen. Okay, die Korvetten sind durch. Dann müsste man gucken, wo sie sind. Da oben bewegt sich einer. Ja, gehe zu, ist eine coole Idee, oder? Gouverneur erlangt Eigenschaft, angehalten Entwicklung. So, die ziehen jetzt da unten hin. Ja, was machen die jetzt, dass die da diese Anzeige immer so ist? Huh? So, einer ist schon angekommen. Das bedeutet, wir haben gleich genug. Plus 23 und dann nochmal 23, 46. Läuft, oder? So, was ist jetzt hier? Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Okay. Und nochmal. Er hat zwei Sterne jetzt. Leitet die Physikforschung. Auch schön. Ja, und dann neuer Kontakt. Interessant. Empire of Tendor. Zack, fertig. So. Okay. Ressourcenspeicher voll. Ich glaube, wir machen mal gerade eine Pause. Das ist dann hier wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann wird eine neue Stufe erreicht. Auch schön. Und das letzte ist Grenzen geschlossen. Okay, dann halt nicht mehr. Ist aber auch nicht so wild. So, hier mal 1, 2, 4. Und laufen lassen sollte jetzt gleich nur noch 2 dann da sein, oder? Weil die kommen noch dazu, dann ist es erledigt. Dauert aber unwahrscheinlich lange, ne? So. Und dann machen wir das. Und gucken da mal richtig zu, oder? Militärmacht.
Und da kommen sie. Und wir sind da. Jetzt bin ich gespannt. Das machen wir zu. Und wer macht hier das Rennen? Sieht eigentlich positiv für uns aus. Die hat noch eben über 400, ne? Ja, 330. Ich würde jetzt sagen, ja, wir verlieren zwar auch gerade was, aber die verlieren definitiv mehr wie wir. Da ist der Kampf dann gleich vorbei, oder? Okay. Sehr schön. Ja, ist, glaube ich, jetzt mittlerweile dann eindeutig. Das war's. So, weiter geht's. Das ist jetzt eine Station, ne? Ja, aber die muss zerstört werden. Wofür waren jetzt diese roten Pfeile, die da lang gehen? Das Hilferufe oder was? So, Station erledigt. Zeitkritisches Projekt. Warte, jetzt lass uns gerade Pause machen. Trümmer in Abateurotraeus verfügbar. Ein Forschungsschiff. Da brauchen wir ein Forschungsschiff, okay. Dann holen wir die mal dahin. Und die müssten jetzt eigentlich erstmal zur Reparatur zurück, ne? So. Ich denke, die werden das dann reparieren. Forschungsschiff? Ne, das ist kein Forschungsschiff. Konstruktion, Forschungsschiff, haben wir schon gesagt, fliegt dahin. Passt. System erkundet. Traveler. Die schicken wir dann mal nach da, oder? Dann ist die auch beschäftigt. Die fliegen ja schon woanders hin, das passt. Das kann weg. Schon wieder neue Stufe, auch schön. Flottenkampfstatistik. Okay, First Strike. Korvette, Verlierer, 4 von 20. Okay. Hier kann man dann noch gucken, oder was? Nee. Energiewaffenschaden. So viel Energiewaffenschaden. Kleiner roter Laser, okay. Verhältnis, Energievermögen, kleiner roter Laser. Ja, okay, haben wir gelesen. Das ist Second Strike Force, das war die große Flotte. Aber nee. System erkundet, das war das zweite, aber die fliegen jetzt schon weg, ne? Genau. Und die müssen das erforschen, dann müssen wir so weiterfahren, beziehungsweise fliegen. Gut, und wenn die dann da angekommen sind, dann würde ich sagen, erforschen wir das und schauen dann weiter. Für diese Runde soll es erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.